Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ja, für euch ist nur ein Tag vergangen, für mich ungefähr 2 Monate. Ich habe Pause über Weihnachten gemacht und ich meine, es ist Weihnachten, es wird sowieso schon sehr lange her sein, wenn ihr diese Folge hier zu sehen bekommt. Aber ja, ich hatte Pause gemacht über Weihnachten und brauchte erstmal einen kleinen Ansporn, weiter aufzunehmen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die mich ja wirklich länger verfolgen, die wissen ja eigentlich, dass sonst jeden Tag ununterbrochen eine Folge nacheinander folgt und auch immer wieder ein Spiel, nie Pause ist. Und ja, jetzt seit ein paar Monaten ist das halt so bei mir, dass das nicht mehr so ordentlich funktioniert und dass alles nur noch abgehakt bei mir kommt. Und ja, keine Reihenfolge. Also es ist halt, ja, es ist halt, das Problem, es ist halt seitdem mein Hund verstorben ist. Es ist ja jetzt im Mai, es ist ein Jahr her. Und seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen, kriege ich meinen Arsch nicht mehr so wirklich hoch aufzunehmen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es auch am Teil daran, dass ich ja jetzt den Kleinen hier habe, also den Welpen. Der ist ja jetzt mittlerweile 12 Monate alt, also auch, ne? Und ja, ich muss natürlich mich um den Kleinen ein bisschen mehr kümmern und Acht geben, als wenn ich natürlich auf einen älteren Hund halt das tun muss, weil der will halt noch viel toben, viel spielen und ja, mein Danger, der war ja eigentlich froh, wenn er in seiner Box gelegen hat und hat gepennt. Also, ne? Ja, verzeiht es mir. Ich verspreche euch aber, ich habe mir mittlerweile einen Plan zusammengestellt, wie ich das jetzt demnächst alles machen werde. Und jetzt kam vor Greedfall, kam jetzt noch die letzte Episode von Life is Strange 2, also Episode 5. Ich hatte, bevor mein Hund gestorben ist, hatte ich so ein bisschen überlegt, ja, was mache ich für Spiele? Und ich hau ja dann immer so einen Trailer raus vorher, welche Spiele dann so folgen werden. So 4 oder 5 Stück, so zeige ich euch dann. Ja, ich hatte letztens das halt gemacht und ich verwerf das aber. Es wird jetzt erstmal nicht das Game of Thrones kommen, weil das habe ich momentan erstmal auf Eis gelegt, bis ich da erstmal wieder einen Ansporn finde, da wieder einzusteigen. Ich hatte ja auch in der Zeit meinen Rechner platt gemacht und musste die ganzen Safe Games sichern und die ganzen Mods noch installieren und ich hatte ziemlich viel um die Ohren und es funktioniert jetzt zwar alles wieder, das hoffe ich, ja, aber auf jeden Fall werden diese Spiele, die ich halt vorgestellt habe, wie Law and Order und Party Hot oder Hot Party, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es heißt. Auf jeden Fall, die werden jetzt erstmal nicht folgen. Life is Strange 5, also Life is Strange 2, Episode 5 ist raus. Greedfall wird jetzt, also folgt ja jetzt. Und ihr habt aber, bevor Greedfall anfängt, habt ihr ja schon den neuen Trailer bekommen. Also, ich weiß gar nicht, warum ich es jetzt erzähle, aber ich habe mir gedacht, ich erzähle es einfach mal, falls man sich halt wundern sollte oder sonst irgendetwas. Ja, und aber zum eigentlichen Spiel. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich, seitdem ich mit Greedfall hier am Aufnehmen bin, dass ich vom Bandicam auf OBS umgestiegen bin. Und ich werde auch bei OBS bleiben, definitiv. Aber mir ist aufgefallen, dass die ersten 50 Folgen von Greedfall manchmal etwas ruckelig waren. Im Spiel selber hatte ich das Ruckeln nicht. Das war immer nur in den Aufnahmen. Und ich dachte, nach den Rendern gibt sich das. Das war aber leider nicht so. Dafür tut mir wirklich außerordentlich leid. Ich meine, man kann die Folgen trotzdem ordentlich sehen. Aber es ist halt keine super-dupi-Quali.
Ich hatte mich dann ein bisschen schlau gemacht und habe jetzt das Problem gelöst. Ich hoffe es. Ich habe da die Bitrate ein bisschen höher gestellt und also ein bisschen rumgefummelt. Und die Testvideos sahen vielversprechend schön aus. Ohne Ruckeln, ohne Verzögerungen, also ohne irgendwelche Pixelfehler oder sonst irgendetwas. Also es wird auf jeden Fall jetzt schön werden, aber ich habe hab eher die Befürchtung, dass von Greedfall uns nur noch 10 Folgen erwarten, bevor es zu Ende ist. Mhm. Aber das ist ja nicht schlimm, denn ich habe noch so viele Spiele. Das neue Jedi folgt noch. Ich habe noch eine Menge auf Lager. Also, ja. So, jetzt möchte ich jetzt nicht mehr drum herum reden. Ich habe jetzt gerade hab das und das gesagt. Ja. Ja. Ich fang einfach mal an wieder. So. Ich muss natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Wir sprechen jetzt einfach mal mit dem Hüter. Das war jetzt so mein letzter Stand. Wir hatten da ja jetzt Leute vertrieben. Aber das müsste er auch jetzt packen können. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich hatte mich letztens noch dran erkundigt. Oh. Da will. Oh, da komme ich. I need a bit of practice. Mit Stärke 3, okay. Wie sieht's eigentlich mit Leveln aus? Hat da mal jemand so einen Plan von? Ich könnte. Einhand, aber das ist nicht das, was ich suche. Das ist. Ja. Nö. Shitte, titte. Shitte, titte. Wie komme ich denn jetzt hier wieder dann weg? Und schon verlaufe ich mich komplett. Ach, das ist ja jetzt doof. Ich könnte da komplett rum. Ja, ich könnte hier, ne? Komplett rum. Gucken wir mal. Ich muss sagen, die Pause hat mir auch ziemlich gut getan. Irgendwas hört sich hier komisch an. Ach, da stehen ja Leute. Ich weiß gar nicht, wie das uns geht. Things are about to get dicey. Das hatte ich nämlich gesucht. Das Kämpfen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt kommen wir hier wieder hoch. Da ist unser Lagerfeuer. Schön. Karte gucken. Das wird sonst hier nichts mehr. Ach, tatsächlich. Ich habe mich sowas von verirrt. Nee, eigentlich habe ich mich nicht so verirrt. Ich müsste jetzt hier. Muss ich jetzt nur hier so rechts hoch?
dann rechts hoch, links. Links hoch. Ja. Dann bin ich vorbeigelaufen. Tatsächlich vorbeigelaufen. Nee, dann, oder? Ach mein Gott, jetzt bin ich ganz wirsch. Okay, ich gehe jetzt einfach mal nach links. Links. Von links kam ich gerade. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich versuch's jetzt mal. So, jetzt bin ich hier wieder an dem Feuer gelandet. Was wollte ich das denn? Ah ja. Reisen, ja. Ich glaube, ich reise auch eben. Ich glaube, das ist die roten Wälder. Ja, aber Dorfwärter. Ja, genau. Da sind wir doch direkt da. Da müssen wir doch jetzt hier nicht erstmal nach oben stimmen. Jetzt ruckelt's hier kurz ein bisschen. Muss da erstmal ankommen lassen. So. It looks like no one's there, but the door's left open. Wieso sind denn auf einmal die Stimmen so leise? Ja, die Musik ist auch sehr laut, ne? Ach, ich habe das Spiel ja neu installiert. Oh, ich Dummbatz, ey. Oh. Mal so. Ach so, das ist die Gesamtlautstärke. Nee, die kann ja da bleiben. Defektlausch. So. Ach mein Gott, bin ich dumm. Ich habe mich schon gewundert. Ich finde es trotzdem noch sehr laut. Also die Musik. Hat sich ja gar nichts verändert. So. Everything is broken and turned upside. A sculpted engraved stone. Empty. Empty. What happened here? It seems like there was a fight. Everything is scattered around. This workshop was devastated on purpose. The owner must have left in a hurry, taking a few things and destroying the rest. Unless someone else did this. We must find Karadeg. Do you know where he might be? This engraved stone bears the mark of Barayeg Nodas, Duncas's clan. Do you remember him? Karadeg originally belonged to this clan. He may have returned. Let's go to Vigigido and we'll find out. Okay. Hatte aber gerade noch was geleuchtet, aber jetzt ist es anscheinend egal. Gut. Immer wenn es Richtung hier diesen Clan geht, dann ist das Spiel doch ein bisschen... Ach ja. Muss ich hier nicht irgendwas einstellen? Spiel nicht. Audio hatte ich gerade, Video. Ich habe es auf Ultra stehen. Ich glaube, da war, hatte ich mal so ein Problemchen mit. Ich mach's mal auf hoch. So. So ist das. So müsste das jetzt erstmal sein.
Das muss ja jetzt erstmal reichen. What brings you here on Almanawi? We're looking for Karadeg, the Keeper of Promises. Did he come back to your village? He did come, and then he left. We could not take him back. Did you exile him? Why? He is the one who left. He disagreed with our stance on the Renaixe. He thought that we should be fighting them, throwing them back to the sea. This is why he joined the Gaesrad. And I did not want him to return if it meant that he would bring his hatred with him. Do you know where he might have gone? He feared someone or something, and he wanted to hide. He must have left for the woods, south of here. He knows the area well. Is there anything else? Yeah. I must leave. Goodbye, Dunkus. Qua awalum seg. Super. Jetzt müssen wir den Alten auch noch im Wald hinterherlaufen. Ey, oh, da hab ich ja richtig Bock drauf. Ja, diese ganze Waldgeschichte, die stört mich ja total, ne? Aber es scheint nicht sehr weit zu sein. Also, das ist schon mal was Gutes. Und jetzt hier so durch. Ja. Okay, das war eine Sackgasse. Sackgasse meine ich. Jetzt die Frage, soll ich da runterspringen? Dafür würde ich ganz gerne. Nein, ich muss nicht da runterspringen, sondern ich muss mich umdrehen und da lang gehen. Ich muss mal ab und zu mal wieder ein bisschen. Sammeln. So, erstmal gucken im Kampf, wie ich die ganzen Sachen da nochmal mache und das alles. Ich habe das schon wieder voll vergessen. Ich dachte gerade, mein Hund hätte It is Karadeg. He's a... Er ist da drüben. Ach ja, da. Jetzt sehe ich ihn auch. Siora! Bertir Tumad, Donegad. What are you doing with these strangers? These strangers are my friends, Karadeg. You can speak in front of them without fear. What do you want? Tell me about your role as Keeper of Promises. What does it consist of? Most words must be free and able to fly like birdsong. But some words must survive those who utter them. So they call on the Keepers of Promises. Those who want to become one must win the trust of the Donegada and prove their wisdom. Then they teach us the words of stone. And when someone wants to seal a promise, we offer them those words. So you are a kind of cleric? Hmm. Thank you, Karadeg. Do you want to know anything else? We would like to ask you about a stone you supposedly engraved. It is the stone of the Renaixe, isn't it? I should never have accepted to seal such a promise. I did not like them, but I could not refuse to fulfill my duty. Not when Bladnid was demanding it. And now that she is no longer with us, these Monasinaiga are chasing me. It is because you are the last person to know what was engraved on it. The stone has been destroyed,
I kept the piece of tree bark in which I prepared the glyphs. All the details are there. With this tree bark, we could verify what my mother promised. Can you give it to us? No, Don Agard. I do not mean to disrespect you, but I will not. Rinaigse only bring us trouble, and you come with them. They will disappoint you just like they disappointed your mother. I do not want to deal with them ever again. They threaten my life, and because of them, I am forced to hide here. Ich weiß jetzt nicht, was ich echt dazu... Also ihm anbieten, den Rebellen beizutreten. Damit drohen den Priestern die Lage seines Verstecks zu verraten. Oh, nicht darauf bestehen. Ja doch, wir ihm anbieten, den Rebellen beizutreten. Since you want to chase the Rinaigse away and since you want protection, why don't you join the Rebels? We could indicate the location of one of their camps for you. The Rebels? The Donea Ex Regal. They fight the Rinaigse. And they accept people from all clans. I have heard about them, but I didn't know where to find them. We could help you find them, but we need this tree bark. It's the only way to prove that the priests lied. In that case, take the tree bark. I hope that it will help you to chase these Rinaigse away, Don Agard. And I did not think I would say this one day. But thank you. Rinaigse. What do these glyphs say? That we will assist the priests in their war against the Lions, and they must help us in return. There is nothing about the spirits of the people of the village or renouncing our traditions. I knew they were lying. Let's show this to Isild. Ja, natürlich direkt zurückkehren. Ach, die sind da hinten. So. Dann wollen wir doch mal gucken hier. Aha. Siora, Asir. Always with your new friends. Bertir to Madiseld, I'm happy to see you. What do you want? Die Verbindung mit dem Missionar sprechen, sie über Siora befragen. Azeld, about this pact your mother supposedly made with the priests. Yes. Did you find anything new? Über den zerstörten Stein sprechen? We went to Falristel to see the stone. Were you able to read it, Siora? No, because it was destroyed by someone. I am certain that the priests did it to protect their lives. You're probably right, but for as long as we cannot prove it... We retrieved the piece of tree bark that Karadeg used as a model. Siora, what's written on it? Mother promised to help them against the Lions, and they promised to help us in return. There's nothing mentioned about them settling here, and even less about them being entitled to the spirits of the people of our village. So they lied. They mocked us, and insulted the memory of our mother. I think it's high time they left. Don't you agree? I think so too. Come on, let's go. You lied to us. Oh. You took us for gullible children. Leave this village at once. You will never be welcome here again. But if you want our help with the Alliance, your people must convert to the light. Ich hätte, deswegen war da dieses Zeichen bei denen drüber, ich hätte die erst konfrontieren können mit der Sache und vielleicht hätten die auch so ruhig abziehen können. Aber naja, gut. Ihnen drohen oder Charisma sie überzeugen zu gehen. By lying, you have insulted the memory of the Queen. The entire village will be happy to make you pay for your affront if they hear about it. You do well to leave before having to face their wrath. We are not here to shed blood. Very well, we're leaving. But we will not forget your role in this matter, Your Excellency. I did not think they would leave of their own accord. Thank you, Onol Manawi.
Thanks to you, we managed to chase away these lawyers. And we will be able to perform our rituals and give our mother back to the Earth. Yes. Thank you. Our village is in your debt. Siora, I will need you for the ritual. Will you help me? Of course, Asi. Schön. Ja. So, jetzt muss ich hier aber doch noch mal gucken. Nee. Hier oben. Gut, wir haben nur noch eine Hauptquest. Wir haben noch Missionen, Schädlingsbekämpfung. Fuchs, das ist alles Blödsinn, finde ich. Erkundung, Kartografie, das ist auch doof. Die Kinder von Tier Freddy, der Preis des Blutes. Vertreibe die Männer von der Mine und befreie die Sklaven. Okay. Mine. Dann Champion der Arena oder schmutziger Handel. Aber wir haben nichts offen mit irgend... mit einem unserer Dingens. Gut, dann werde ich das jetzt mit der Mine machen. Ich habe doch hier so ein Ding hier, genau. Ja, sonst ist tatsächlich nichts mehr. Dann machen wir das jetzt mit der Mine eben schnell. Ich könnte jetzt in der Zeit hier mal eben gucken, ob die noch mit mir reden wollen. Sprich mit Kurt. Greenblood, my friend. Do you need something? Ihn bezahlen für seine Relation, seine Familie, seine Arsche. Nein. I must leave you. Hier ist nichts. Afra? Desarde, I'm happy to see you. Can I do anything for you? Heimatstelle, Ankunft auf der Insel, was Ihnen Duncans gelehrt hat? Nein, da ist auch nichts I must mehr. Leave you. Aber die Gute ist ja sowieso hetero. Und ich glaube, Kurt ist auch hetero. Siora ist bi und Vasco ist auch bi. Und den alten, ja, da ist eh nichts. My dear child, what can I do for you? Sein Anwesen, dann muss es kurz aus, ne? I will see you later, father. Take care, my child. Da ist auch nichts mehr, also Vasco haben wir noch. Oh, nein. Glad to see you, my friend. Can I do anything for you? Wie ein Naut wurde. I must leave you. Okay, ich muss mal kurz gucken. Waffe wechseln, RB, taktische Pause. Ah, so war das. Wo hatte ich denn nochmal? Ah, alles klar, gut. Jetzt bin ich wieder vorbereitet. Okay, dann, Siora hat aber ein Ausrufezeichen. Karanz, could you help me once more? What is it? I must prepare the ritual for our mother's funeral, and I think that I will need your help. But your sister will be there. Surely you'd rather be together. For the ritual, yes, it will only be the two of us. But before that, your support would be a great help. Will you come with me? Das ist so süß irgendwie von ihr gerade. Ich bin gerade ein bisschen geplättet. Ja, akzeptieren. Of course. I'd be happy to be by your side. Let's go. Abschied von der Königin. Das ist das doch jetzt, oder? Ja. Ja gut, dann mache ich das. Soll ich jetzt... Aber wisst ihr was?
Ich habe jetzt aber eben Zeit, um das noch mit der Dingens zu machen. Und das mache ich jetzt als erstes. So, 55. Meter. Ach so, ist er direkt hier? Schön. Sorry, this is private property. I cannot allow you to enter. I don't need your authorization. I have here an eviction notice signed by the governor's ministers. The former owner, Mr. Maillard, has lost his rights due to a breach of contract. Look, ultimately, we are not the ones who decide. We only obey the boss's orders. In that case, where can I find him to notify him of his loss? You'll find him around here somewhere, Your Excellency. Excellent. Are you looking for trouble? Master Maillard, I'm so glad to find you here. Here is a document from Sir de Corsillon on behalf of my cousin. Considering the fact that you have not respected the terms of your contract of ownership, you are hereby expelled. The methods you used against the islanders has also ensured your banishment from Tir D. Impossible. By what right? Guards, this woman threatens me. Huh? To my health! And death to the others! You will regret ever going against the guard. Move away! Things are about to get dicey! Close to it, Sarichnestiri! These people were monsters. I wouldn't cry. Come now, let's go free my brothers, and we can tell Dunkers everything. Ja, Moment. Muss ja jetzt hier erstmal. Oh. Oh, nein. Öffnen. Die befreien wir erstmal hier. Machen. Und dann befreie ich die da hinten noch. Go without fear. You were free. And know that we are sorry for what happened to you. You must believe that not all Lugard Blau are alike. She is an On-Ol Manawi. That's why she understands us. Thank you. We will not forget you. Bitte, 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 bitte. Reise ich direkt hier am besten auch weiter mit. Genau, erstattet Donkas Bericht, dass wir das geschafft haben. Aber ich muss jetzt sowieso Schluss machen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.